Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Michael Ballweg vor allen Dingen am Ende des Interviews die ARD ziemlich entblößt hat, aber wie er noch viel mehr das falsche Spiel der ARD hätte offenlegen können. Wir haben das Interview gesehen und wir haben gespürt, es ist unfair, es ist einseitig, es spiegelt die Situation nicht wider. Jetzt ist es aber so, dass Michael Ballweg das ganze Interview hindurch das nicht darstellen konnte vor dem Zuschauer. Jetzt kann man ja sagen, es wird ein Interview geführt und jetzt hat Ballweg doch die ganze Gelegenheit, alles darzulegen, das Spiel der ARD und der Öffentlich-Rechtlichen darzustellen, die ganzen Dinge richtig zu stellen. Aber da ist ein Haken. Die Altmedien nutzen schamlos ihre Rolle aus, ihre Machtposition aus, die sie als Journalisten, als sozusagen neutrale Berichterstatter haben. Und das ist die Themenlenkung. Sie stellen die Fragen und Ballweg kann nur antworten auf die Frage. Und es wird Ballweg zunächst negativ ausgelegt, wenn er mehr als nur die Frage beantwortet. Das wirkt dann so, er hat jetzt eine eigene Agenda. Es wirkt dann zunächst ein bisschen aufdringlich. Das ist nicht einfach. Indem der ARD-Interviewer immer in dieselbe Richtung fragt, suggeriert er eine Wichtigkeit dessen, wonach er fragt. Das heißt, wenn jetzt der ARD-Interviewer immer wieder auf Rechtsextremismus, auf diese ganzen Sachen fragt, dem viel Raum einräumt, dann denkt der Zuschauer, ja, die Journalisten, die wissen, was wichtig ist, die gehen auf die entscheidenden Punkte ein. Und weil er dauernd darauf eingeht, das liegt daran, dass es so wichtig ist. Der ARD-Interviewer versucht, alle Schwächen bei Querdenken zu finden und probiert sie systematisch auszuleuchten. Fragen, deren Beantwortung dazu führen könnte, dass der Zuschauer ein ausgewogenes Bild über die Geschehnisse am 1. oder am 28. August erhalten kann, werden nicht gestellt. Beispielsweise die Teilnehmerzahl, die Verbreitung von Falschfotos vom ARD-Faktenfinder. Der ARD-Faktenfinder hat ja ein Foto von nach 15 Uhr veröffentlicht, also mit der Angabe, es wäre nach 15 Uhr, 15.40 Uhr glaube ich war es, wo aber anhand des Schattenwurfs eindeutig nachweisbar ist, dass das Foto nicht nach 13.30 Uhr oder allerspätestens 14 Uhr geschossen sein worden kann. Es werden keine Fragen gestellt zum Verhalten der Polizei, zum Verhalten des Innensenators, wie es denn gewesen ist mit der Klage, wie das abgelaufen ist. Der ARD-Moderator hat keine einzige Frage in diese Richtung gestellt, weil die ARD nicht möchte, dass der Bürger sich damit gedanklich auseinandersetzt. Indem diese Aspekte, diese Geschehnisse nicht beleuchtet werden, auch da nicht gefragt wird, suggeriert der ARD-Journalist, er fragt nicht danach, weil es unwichtig ist. Der Bürger denkt automatisch, er fragt nur das, was wichtig ist. Die unwichtigen Dinge befragt er nicht. Und dieses ganze Zeug mit Rechtsextremismus, Reichsbürger, das wäre so wichtig und deswegen würde der Journalist das fragen. Und an dieser Stelle muss Michael Ballweg oder an irgendeiner Stelle muss Michael Ballweg im Interview einschreiten, an konkreten Fehlverhalten des Nichtbeleuchtens, der einseitigen Themenlenkung, dem Journalist vor dem Publikum deutlich machen, dass er hier als politischer Aktivist agiert. Das muss Ballweg dann mit konkreten Fakten belegen. Die muss er parat haben, auswendig wissen. Dazu gehört, und das kann er ganz einfach machen, mit der Berichterstattung über die Teilnehmerzahl, dass die Presse nicht darüber berichtet hat, über die Augenzeugen, die berichtet haben, dass die Polizei eine Zahl von 800.000 durchgegeben hat. Es wäre ja eine Pflicht der Presse, gerade der Öffentlich-Rechtlichen, dem nachzugehen, die Politiker daraufhin kritisch zu überprüfen. Der Demonstrationszug ist mit der Spitze gleich wieder an der Stelle, wo er auf den Schwanz, auf das Ende trifft. Also es gibt dieses Loch für uns nicht, um da durchzufahren. Naja, aber das war doch eigentlich alles so geplant, dass das funktioniert. Und da kam von ihm das erste Mal die Ansage, ja, es sind wesentlich mehr Menschen als erwartet in diesem Demonstrationszug. Okay, sage ich, ein bisschen rangefragt. Naja, sagte, wir schätzen mit ungefähr 800.000 Menschen in diesem Demonstrationszug. Der Anfang erreicht praktisch das Ende. Wir werden Stunden hier stehen, weil wir einfach nicht die Straße passieren können. Ich habe zuerst in Richtung Brandenburger Tor geschaut. Mir ist schwindlig geworden.
Ich war überwältigt von dieser Menge an Menschen, mit der die Mengen, die ich kannte, 30.000, 50.000, nicht vergleichbar waren, nicht ansatzweise. Und dann habe ich mich umgedreht und sah dasselbe noch einmal auf der anderen Seite. Ich lege Zeugnis ab. Mit eigenen Augen habe ich die Menge von der Bühne überblickt. Das waren weit mehr als alles, was ich je gesehen hatte. Und wir bewegen uns im Bereich von mehreren hunderttausend in einer Größenordnung, die man mit dem Auge nicht mehr einschätzen kann und die sich mit nichts vergleichen lässt, was ich in meinem Leben an Massen gesehen habe. Herr Kaden, würden Sie auch Zeugnis darüber ablegen? Würden Sie auch vor Gericht, ich sage mal, wenn es irgendwann so weit kommen würde, so eine Aussage bestätigen, dass das von der offiziellen Seite der Polizei kam, 800.000? Das kann ich bestätigen. Das ist mir so gesagt worden. Es kamen dann sogar noch größere Zahlen, die von der Polizei gesagt werden sollten, wurden, die ich aber nicht bestätigen kann, weil sie nicht direkt zu mir gesagt wurden. Direkt zu mir wurde gesagt, 800.000, schätzten wir. Der Umstand, wie die Demo aufgelöst wurde, das Ganze, was Markus Heinz dauernd schildert, das wäre ja Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen, dem nachzugehen. Und an dieser Stelle muss Michael Wallbeck das der ARD vorhalten. Und zwar so, dass die ARD das nicht rausschneiden kann im Interview. Das muss zentral im Interview kommen. Und er hat auch beim ARD-Faktenfinder gibt es ja auch Beweis, dass der ARD-Faktenfinder konkret lügt, indem er ein Foto mit einer Falschangabe versieht, dass es nach 15.30 Uhr geschossen wurde und es ist nachweislich um 13.30 Uhr geschossen worden. Es gibt also ganz viele eindeutige Dinge, die Öffentlich-Rechtlichen falsch gemacht haben und die muss man auswendig wissen und dann bei der passenden Gelegenheit, man kann ja erstmal 10 Minuten warten, ob der Journalist dann zu den Punkten kommt. Und dann, wenn man merkt, er kommt nicht dazu, an der Stelle muss man das dem Journalist vorhalten und vor allen Dingen, man muss den Journalist für seine Tätigkeit angreifen. Man muss verstehen, und das muss Michael Ballweg, das müssen Querdenken verstehen, wenn sie es noch nicht verstanden haben, dass die Öffentlich-Rechtlichen keine unabhängigen Journalisten sind, sondern dass sie politische Aktivisten sind, dass diese Leute eine Agenda haben, dass sie eben die Programmgrundsätze grundsätzlich nicht erfüllen wollen, dass sie die Öffentlichkeit täuschen wollen. Warum sie das machen, das ist wieder eine andere Frage. Das ist eine wahrscheinlich. Da gibt es unterschiedliche Theorien. Meiner Meinung nach hat es auch persönliche Gründe. Diese Leute verspüren Macht beim Täuschen. Also ich bin der Meinung, es liegt einfach an der Freude am Täuschen an sich, weil man dadurch einen Machtvorsprung gespürt, wenn man mehr weiß als die anderen, die Getäuschten. Dass man einen Club der Wissenden bildet und die Leute täuscht. Aber es spielen vielleicht auch finanzielle Interessen eine Rolle, oder es spielen einfach die Anschauungen eine Rolle. Dass man innerlicher Hass, es ist auch egal, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, diese Leute täuschen bei jeder Gelegenheit. Es hat jetzt Querdenken auch bei der Demo vom 1. August bei der Berichterstattung merken können. Es müssen sich natürlich auch Querdenken-Leute, ich kann mir vorstellen, dass Michael Ballweg ganz viel zu tun hatte mit der Organisation, dass er sich nicht mit der Berichterstattung auseinandersetzen kann. Bei Querdenken muss sich am besten jemand allein damit beschäftigen, wie die Presse darüber berichtet. Und das muss man dann Stück für Stück, muss man das dokumentieren und diesen Leuten, die sie damit in Zukunft festnageln können, in Interviews. Und das beleuchten oder auch in Videos auf YouTube das beleuchten, aber auch in die direkte Konfrontation gehen. Man hat ja den Vorteil oder das, was ja die Möglichkeit des Interviews ist, dass man eine Verbindung zur Öffentlichkeit hat, die man sonst nicht hat. Man hat sonst die Leute, die zur Demo kommen und das YouTube-Publikum. Das ist aber nicht der Mainstream. Der Mainstream, viele Leute gucken kein YouTube. Die sind politisch nicht interessiert. Welche Gründe das hat, wie man politisch uninteressiert sein kann, das ist auch wieder, das sind halt zum Teil Mitläufer, die es auch gar nicht wissen wollen, die einfach nur die Mehrheitsmeinung interessiert. Jedenfalls diese Leute, die schauen vielleicht mal Fußball und dann schauen sie zwischendrin kurz die Nachrichten. Diese Leute erreicht man nicht. Aber solche Leute, die kann man erreichen in so einem Interview, wenn sie zufällig in dem Interview einschalten. Das heißt, Michael Ballweg hat hier die Möglichkeit, ein breites Publikum zu erreichen, was er sonst nicht erreichen kann. Das wissen die Öffentlich-Rechtlichen. Und sie möchten Michael Ballweg aber natürlich nicht die Möglichkeit geben, über die Geschehnisse aufzuklären, sondern sie wollen ihre Version der Geschehnisse aufrechterhalten. Und das tun sie, indem sie nur in eine bestimmte Richtung fragen
und Michael Baldeck sofort abwürgen, wenn er probiert, eine Themenlenkung zu betreiben aus seiner Frage heraus. Davon darf sich Baldeck aber nicht beirren lassen. Er muss bewusst die Themenlenkung aus einer Antwort heraus suchen. Und das kann er ja auch machen, weil die Antwort ergibt sich automatisch in der Themenlenkung auf das Verhalten der Altmedien. Es muss dann so wirken, dass der ARD-Journalist ihn gar nicht unterbrechen kann, ohne dass der ARD-Journalist selbst ausfällig wirkt, ihm gegenüber und unhöflich. Michael Baldeck muss also die Themenlenkung so betreiben, aber bewusst betreiben, dass der ARD-Journalist ihn nicht unterbrechen kann, sodass also nicht schlüssig unterbrechen kann für den Zuschauer. Das ist die Regel. Es ist natürlich so, dass die ARD das Interview zusammenschneidet und sie schneiden dann natürlich die Dinge raus, die unpassend sind, aber sie haben dabei nur einen begrenzten Spielraum. Es war ganz wichtig und sehr gut von Querdenken, dass sie darauf bestanden haben, einen Mitschnitt zu erstellen. Und die ARD kann dann, die offizielle Version von der ARD kann dann nicht so unterschiedlich sein zu der Querdenken-Version, weil sonst die ARD damit konfrontiert werden kann, dass es ein ganz anderes Interview ist. Und dann, wenn das zu einfach ist, die Leute dann sehen können, die offizielle Version ist komplett anders als die Version im Internet. Und dann der 1-zu-1-Vergleich stattfindet und das dann sofort offensichtlich ist, dann sehen ja die Leute, dass die ARD täuschen. Und dann fliegt das auf, das können sie nicht machen. Das heißt, so ein Interview mit Querdenken ist für die ARD ein Risiko und es bilden sich ja Michael Baldeck und Querdenken große Möglichkeiten. Aber diese Möglichkeiten muss man ergreifen. Natürlich, ich kann das jetzt als Zuschauer leicht im Nachhinein sagen, was man jetzt alles hätte machen können und ich möchte jetzt nicht wissen, was ich alles für Fehler gemacht hätte. Man wird natürlich überrumpelt. Er wusste ja nicht, welche Fragen man stellen kann. Ich kann jetzt im Nachhinein natürlich sagen, ja klar, er hat jetzt die Frage gestellt, er hätte jetzt das und das machen können. Ist natürlich klar, dass man in der Situation, dass es natürlich nicht einfach ist. Ich möchte hier nur aufzeigen, was möglich ist. Was man dann umsetzen kann, ist wieder eine andere Frage. Und was ich dann selber umsetzen könnte, ist sowieso eine ganz andere Frage. Wie Michael Baldeck ruhig geblieben ist, sich nicht hat verleiten lassen, diese Ruhe und Höflichkeit, aber trotzdem sich nicht zu irgendwas verleiten lassen und trotzdem bei seiner Linie zu bleiben, das ist bewundernswert. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich persönlich halte Michael Baldeck für ein riesiges Talent, weil er auch ganz schwer zu framen ist. Bis jetzt kam Michael Baldeck in den Öffentlich-Rechtlichen ja auch so gut wie gar nicht vor. Und das ist immer ein Zeichen dafür, wenn jemand Kritisches nicht vorkommt, ist immer ein Zeichen, dass er ganz stark ist. Weil er würde dann vorkommen, wenn sie ihn negativ framen können, wie Attila Hildmann. Attila Hildmann konnte man leicht schlecht framen, dann wurde er in die Öffentlichkeit gezerrt. Von Querdenken hat man nichts gehört, eben weil man sie nicht framen kann. Und zu sagen, wenn Michael Baldeck alles richtig macht, dann wird der nicht weiter erwähnt werden von den Öffentlich-Rechtlichen. Soweit es eben geht, dann wird er so wenig erwähnt werden wie irgendwie möglich. Und dass er jetzt bis jetzt kaum oder gar nicht erwähnt wird, man auf ihn gar nicht eingeht, zeigt, wie stark er ist. Am Ende des Interviews hat dann Michael Baldeck zumindest für die Internetgemeinde einen großen Coup gelandet aus meiner Sicht. Und letzte Frage, Sie sorgen dafür, dass da keine Nazi-Symbole, Symbole von anderen rechtsextremistischen Gruppierungen zu sehen sind? Das haben wir schon immer gemacht letztendlich. Wir haben ja Deeskalationsteams auf den Demos. Wir haben auch letztendlich einen Übertragungswagen gehabt, wo wir letztendlich gefilmt haben. Und wir schicken letztendlich die Deeskalationsteams dann los, um letztendlich mit solchen Teilnehmern zu sprechen. Gut, aber es hat ja offenbar, da muss ich jetzt schon mal nachhaken, das hat ja in Berlin nicht gereicht. Und die Filme werden von Ken Jebsen für Sie gemacht, der ja auch ein bekannter Antisemit ist. Also das ist jetzt wieder, na Moment, das möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Dafür hätte ich erstmal gerne die Quellen für diese Aussage. Aber ja, letztendlich sowohl Rubicon als auch Ken Jebsen machen letztendlich viele Filmaufnahmen, der Karl Studt auch. Letztendlich, die dafür arbeiten. Da jetzt die Antisemitismuskeule zu schwingen, finde ich etwas überzogen. Ich kann ja auch sagen, wir haben ja zum Beispiel, also ich habe auch jüdische Flaggen gesehen auf unserer Demonstration übrigens, ich stand auf der Bühne. Wir hatten eine Frau auf der Bühne, die letztendlich auf Hebräisch die Abstandsregeln kommuniziert hat. Wir hatten das in 8 weiteren Sprachen, von daher würde ich jetzt die Antisemitismuskeule einfach mal weglassen. Und der Herr Blume, wenn er es denn sieht, ist herzlich eingeladen, bei unserer Demonstration auf die Bühne zu gehen und das mit uns auch zu diskutieren.
Da bin ich gespannt, ob er das macht. Vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen. Ich würde noch zwei Sachen kurz einsprechen, die ich also gerne noch mitfilmen können, aber ich wollte noch über zwei, drei Themen sprechen, die ich jetzt noch nicht kommuniziert habe. Gegen die Auflösung der Versammlung vom 1.8. haben wir Feststellungsklage eingereicht. Wir gehen davon aus, dass die Auflösung rechtswidrig war. In Bezug auf die 30.000 Teilnehmer ist uns kein einziges Ordnungswidrigkeitsverfahren bekannt. Und dann zur Polizeigewalt. Inzwischen wurden mehr als 70 Strafanzeigen gegen gewalttätige Polizeibeamte eingereicht. Im Internet finden Sie Videos, die brutale Übergriffe auf Frauen, Schwangere und ältere Teilnehmer dokumentieren. Und ich schlage vor, dass die CDU deshalb einen Untersuchungsausschuss fordert. Dem Senat ist sicherlich an einer lückenlosen Aufklärung gelegen. So, ich danke für das tolle Interview und wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Er hat die einseitige Themenlenkung aufgezeigt, indem er die Punkte gebracht hat, nach denen eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen hätten fragen können oder sollen. Das wird der ARD-Mainstream-Zuschauer zum Teil aber nicht verstanden haben. Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, wenn Michael Baldeck schon im Interview irgendwann den Interviewer darauf anspricht, auf die Themenlenkung. Natürlich, jetzt hat er es am Ende gebracht, die Punkte, und hat den ARD-Reporter damit ziemlich entblößt, weil, wenn man natürlich eins und eins zusammenzählt, ist klar, diese Fragen hätte er stellen müssen. Das ist aber nur dem YouTube-Zuschauer klar, der dieses Video guckt. Und der ist sowieso schon auf der Seite von Michael Baldeck. Ich denke nicht, dass die ARD das senden wird. Und es ist dann auch nicht so schlimm, in Anführungszeichen, für die ARD, weil ja offiziell das Interview auch schon beendet war. Und es dann Michael Baldeck sozusagen für die eigenen Zuschauer gebracht hat, dann kann ARD sagen, ja, das Interview war ja beendet. Aber trotzdem war es natürlich super gewesen, allein den eigenen Anhänger damit zu zeigen oder den Reporter vorzuführen. Ich habe gemerkt, ich weiß, dass du eine einseitige Themenlenkung betreibst. Du hast hier tendenziös berichtet, tendenziös gefragt. Du lässt dir absichtlich die ganzen Dinge außen vor. Ich weiß das und meine Zuschauer wissen es. Das zeige ich dir jetzt, indem ich dir die Dinge vorlese, die du das fragen sollen. Dadurch treibt er die Öffentlich-Rechtlichen in die Enge, weil sie sehen, das können sie sich nicht erlauben. Nochmal so in der Art, weil es den Leuten auffällt. Es erinnert mich ein bisschen an Jörg Meuthen, und ich sehe Jörg Meuthen sehr kritisch. Aber was er in dem Sommerinterview richtig gemacht hat, ist, dass er dieses dauernde Rechtsextremismus-Framing angesprochen hat. Die AfD wurde ja immer und immer wieder mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht, sodass beim Zuschauer eine Verbindung hergestellt wird. Auch mit Erfolg sieht man ja auch bei den ganzen querdenkenden Leuten, die sagen, AfD, bäh, igitt. Diesen Ekel haben ja auch die Albinen erfolgreich geschafft, das zu implementieren. Indem sie eben auch bei der AfD es genauso gemacht haben wie bei Querdenken. Es ist natürlich, jetzt denken die ganzen querdenkenden Leute, es ist eigentlich anders und die AfDler, das sind Blödis. Aber es ist genau das Gleiche. Man probiert alles Negative herauszugreifen, weil die AfD ist eine riesige Partei mit ganz vielen Mitgliedern. Man probiert dann immer das Negative herauszugreifen. Und das ganz groß zu machen, als sei das relevant, als sei das entscheidend für die AfD. Und dann diese Punkte immer wieder ganz groß zu beleuchten. Und es waren ja immer die gleichen Punkte mit Vogelschiss. Es zeigt ja, dass die AfD sich gar nichts mehr zu Schulden kommen lassen, weil sie immer das Gleiche, immer wieder ganz groß aufgemacht haben. Und die AfD wurde entweder gar nicht eingeladen oder wenn sie eingeladen wurde, dann ging es eine Viertelstunde lang nur um Rechtsextremismus. Das war ja auch, als Björn Höcke ein Interview gegeben hat beim ZDF, dann ging es 17 Minuten lang, ging es nur darum, um irgendwelche Zitate von ihm, von seinem Buch, die dann so mit Hitler verglichen wurden. Es wurde so dargestellt, ja, er ist im Grunde das Gleiche, weil er deutsche Vokabeln benutzt hat oder er eine altdeutsche Sprache benutzt hat in seinem Buch, ist er im Grunde wie Hitler, sozusagen. Das war die Essenz von dem Interview. Und da wurde sozusagen Björn Höcke immer wieder drangsaliert damit, das ist natürlich auch vollkommen unfair, weil das ist so ein bisschen, man sagt so, Adolf Hitler geht aufs Klo, Björn Höcke geht aufs Klo. Aha, seht ihr, da ist eine Ähnlichkeit, da ist eine Verbindung. Ungefähr so wurde dieses Interview geführt. Und dieses Stigma probiert man jetzt eben auch mit Querdenken, indem man es sagt, ja, Querdenken, Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger. Da wird dann dem Zuschauer suggeriert, ja, Querdenken, die ganzen Demonstranten, die spinnen alle. Natürlich, die Altmedien sagen dann immer so zwischendrin, ja, es waren nicht nur Verschwörungstheoretiker, das machen sie immer so zwischendrin.
aber das machen sie nur als Alibi, um dann sagen zu können, ja, wir haben doch ausgewogen berichtet, wir haben doch immer wieder gesagt, es sind nicht alle Querdenken-Demonstranten und Reichsbürger oder Neonazis, aber sie bringen natürlich immer wieder diese Schlagzeilen, ganz oft auch besonders plakativ, wo das genau durch eine geschickte Wortwahl das genau suggeriert wird. Eben auch, wie man dem Bürger das Bild vermittelt hat, also die Querdenken-Demo sei die Demo vor dem Reichstag gewesen. Das ist die Botschaft, die dem normalen Zuschauer vermittelt wurde. Natürlich sagen die Altmedien, nein, wir haben das nicht gesagt, wir haben ja das differenziert. Aber das tun sie sozusagen immer klein, das liest ja nur noch der politisch Interessierte, aber mit den Bildern. Dann haben sie sozusagen, dann schaffen sie immer eine Verbindung, Querdenken-Demo, und dann zeigen sie oben den Reichstag mit den Reichsfahnen. Und dann wird schon eine Verbindung hergestellt beim Zuschauer. Und mit diesen Tricks arbeiten sie. So implementieren sie bei dem typischen Konsumenten die Verbindung, ah ja, Querdenken, Reichstag, Reichsplan, Reichstagssturm, Gewalt. Dieses Bild wird so erstellt und so. Das ist die Methode, aber die ist schon uralt. Das machen die Altmedien schon seit 7 Jahren machen die das so. Und werden immer perfider, immer ausgefeilter mit der Zeit. Und natürlich immer so, dass sie denken, dass man sie nicht greifen kann mit der Täuschung. Dass sie halt immer zwischendrin dann wieder was anderes machen. Aber wir können sie natürlich sehr wohl greifen. Man kann das ganz genau aufdröseln, man kann es ihnen auch vorhalten, man muss es nur machen. Das muss man eben machen, man muss ihnen dieses Verhalten, man muss das dokumentieren, genau anschauen, die Artikel, ich habe das ja bei mir auch abfotografiert alles, ich mache jetzt auch eine Webseite. Ich habe ganz oft diese ganzen Medienartikel abfotografiert, die werde ich alle auf die Website hochstellen, dann kann man das genau sehen, wie die das machen. Das Problem ist, wenn ich es jetzt hier einblende, dann wird immer das Video demonetarisiert. Weil dann immer diese schlechten Begriffe kommen und dann wird das Video demonetarisiert. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Aber ich werde jetzt bald eine Website machen und da werde ich das alles hochladen und dann muss ich das nicht immer hier in meinen Videos bringen. Weil dann ja YouTube immer das, ja, mir dann das sozusagen den Boden unter den Füßen entzieht, kann man sagen. Obwohl ich jetzt hier mit YouTube überhaupt sowieso relativ wenig verdiene bisher. Aber das ist nur am Rande. Aber das kann ja Querdenken auch selbst machen. Querdenken kann ja selbst diese Berichterstattung dokumentieren. Ich habe es jetzt teilweise dokumentiert, aber ich habe auch noch anderes zu tun in meinem Leben. Aber jemand von Querdenken kann ja diese Berichterstattung dokumentieren, die Schwächen herausgreifen und dann kann man in zukünftigen Interviews die öffentlich-rechtlichen oder andere Medien damit konfrontieren in Interviews. Beständig. Und wenn man sie damit konfrontiert, dann wird ihnen diese Möglichkeit verbaut. Dann müssen sie es in Zukunft lassen, weil sonst blamieren sie sich vor den Leuten. Und das ist ja genau das Ziel, man muss diesen Leuten Grenzen setzen. Sie sind bösartig, täuschen und testen die Grenzen aus, testen, soweit es gehen kann. Es ist wie ein Sport. Und wir müssen ihnen das verbauen, wir müssen ihnen systematisch alles verbauen und dann können sie es nicht mehr machen. Sie gehen so weit, wie man ihnen Grenzen steckt. Und diese Grenzen müssen wir ihnen einfach stecken. Und dann hört das Ganze auch auf. Es hat nur die AfD sich ungeschickt angestellt, aus meiner Sicht, in Interviews. Immer nur Selbstverteidigung betrieben, nie die Rolle der Altmedien beleuchtet, überhaupt die Altmedien unterschätzt, immer nur gegen die anderen Parteien geschimpft. Aber dabei sind die Protagonisten in den anderen Parteien, kann man nur noch als Handpuppen bezeichnen, als Handpuppen der Medien, der Altmedien. Warum? Weil die Altmedien bestimmen, wen die Leute gut finden. So ist es im Moment. Und dann können sie die Leute fördern oder eben schlecht darstellen. Und dann, wenn die das spüren, die Politiker dann in Meinungsumfragen. Die Grünen sind ja auch hochgestiegen wegen der Forcierung von dem Klimathema. Deswegen sind die Grünen stark geworden. Wenn dieses Geschehen um die Hockeyschlägerkurve forciert worden wäre, eben dass es eine Fälschung ist, dass die ganzen IPCC-Berichte gefälscht sind, dass das alles, dass da viel Korruption im Spiel ist, dass der Treibhauseffekt 1909 schon widerlegt wurde. Dass Gerhard Gerlich und Ralf Teuschner den Treibhauseffekt physikalisch widerlegt haben und das in dem Klima-Journal nicht gepostet wurde, sondern nur in einem Physik-Journal, es ein Übersichtsartikel ist. Und diese ganze Korruption, die wahrscheinlich in diesem Wissenschaftszweig vorhanden ist, wenn die Medien das alles beleuchten würden, dann wären die Grünen nicht stark. Aber die Altmedien behandeln die Themen eben so, dass die Parteien entsprechend stark werden. Das heißt, wenn jetzt die Altmedien nicht auf eine gewisse Weise Dinge verschweigen würden, dann würden die Politiker nicht so gewählt werden, wie sie jetzt gewählt werden. Das heißt, die Altmedien sind die Bestimmer und so ist es auch bei einzelnen Politikern.
Jetzt im Moment lassen Sie Robert Habeck fallen, stellen ihm kritische persönliche Fragen, probieren ihn auflaufen zu lassen, fragen ihn nach der BaFin, weil Sie gemerkt haben, Robert Habeck hat sich einige Schwächen erlaubt. Er hat sich öfter mal blamiert. Jetzt probieren Sie, Özdemir auf den Thron zu hieven. Hat den Vorteil, dass Sie auch noch sagen können, ja, wir sind ja auch kritisch gegenüber den Grünen. Die Altmedien haben aber nur so lange die Macht, wie sie dieses Spiel eben treiben können, wie man sie treiben lässt. Und die AfD hat es in der Vergangenheit nicht aufgedeckt. Und wenn jetzt Querdenken es auch nicht aufdeckt, dann können sie immer weitermachen. Das ist das Problem. Dafür habe ich ja diesen Kanal auch gegründet, weil mir das so aufgefallen ist, dass man diese ganzen Leute in Interviews, dass man sie viel effektiver für ihr Verhalten auch entsprechend framen kann und das so, dass sie ihr Verhalten nicht mehr weitermachen können. Und wenn sie ihr Verhalten nicht weitermachen können, dann haben entsprechend die Leute dann auch ihr Vertrauen diesen Leuten nicht mehr schenken. Dann haben auch eventuell agierende Hintergrundpersonen, wie jetzt Bill Gates wird da ja verdächtigt und viele andere, dann haben diese Leute, verlieren auch ihre Macht. Ein Video, in dem ich auf einzelne Passagen des Interviews eingehe, was Michael Ballweg konkret in Situationen vielleicht aus meiner Sicht hätte anders lösen können, kommt noch. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.